Ja, Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu Zero Sievert. Ich habe jetzt den Stream gewechselt. Bei Zero Sievert grüße ich auch gerne die YouTube-Gemeinschaft, weil Zero Sievert lade ich nämlich auch immer hoch. Also noch nicht, aber ansonsten habe ich es vor. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen gefarmt. Also ich habe ein paar Nebenquests auch schon abgeschlossen, aber noch nicht abgegeben. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat mich offscreen sehr gemobbt. Also immer wenn ich was Gutes hatte, bin ich gestorben. Und ansonsten habe ich nie den Mist gefunden, den ich brauchte. So ist es bei mir offscreen abgelaufen. Mit dir wollte ich nicht reden, mit dir da oben wollte ich reden. Ah nee, du hattest keine Task für mich. Wer von euch hatte nochmal Tasks für mich? So, du hast, glaube ich, ein paar Nebenquests, die ich abschließen kann. Eine. Ja, von denen da kann ich nie genug haben. Welches Three Body Parts willst du jetzt haben? Oh, was krieg ich da? Beides Armors, die schlechter als meine jetzige sind, aber die kann ich trotzdem richtig gut verkaufen. Was willst du denn haben? Spider-Eye, Spider-Web, Blinks-Claw, habe ich alles nicht. Also bisher nicht gefunden. So. Ich meine, ich hatte mehr als die eine Quest gemacht. Ich hatte ein bisschen Schokolade geholt, aber da wurde ich immer umgebracht, wenn ich welche hatte. Ich hatte ein bisschen Kristalle gesammelt. Den Radio Tower habe ich immer noch nicht gefunden. In einem Makeshift-Camp. Okay. A paved area. Was ist paved auf Deutsch? So, Englisch, Deutsch. Ich muss mal kurz. Paved Area. Eine gepflasterte Fläche. So, wir haben mehrere Jobs. Gucken wir erstmal gepflasterte Fläche. Also ich weiß, die ist gepflastert. Ah, welches denn noch gepflastert? Das ist halt Baum. Das ist dieses Holzfäller-Ding. Hier ist Stadt, hier ist noch nicht, und die ist nicht mal gepflastert. Ich kann halt leider Gottes auch nicht in die Karte reinzoomen. Das hier unten sieht ein bisschen gepflastert aus. Wir können ja mal da unten gucken. Ansonsten ist ja vielleicht wirklich gemeint, irgendwo bei dem einem Teil da, wo die ganze Mannschaft wartet auf mich, dass er eventuell versteckt irgendwie dieser Turm ist. Also hast du keine Ahnung, wo der zu finden ist. Wow. Ich nehme das Sandfish und esse es und gehe weiter. Also ja, ich habe jetzt mittlerweile ein gutes Scope beim Scharfschützengewehr. Und beim normalen halt jetzt keins mehr drauf, weil das bei der Machine Gun echt schrecklich ist, wenn man das da drauf hat. Kein Radio Tower. Ist dann eventuell wirklich das gemeint, dass man da gucken soll? Oder muss ich wirklich über die ganze Map rennen und hoffen, dass ich einfach mal so eine gepflasterte Fläche treffe? Habe ich den Turm gefunden? Nee, das ist das Tor Haus vom Igor. Ich erinnere mich. Lohnt sich nicht da reinzugehen, der hat nichts Besonderes. Ja, und ihr so Chat, habt ihr wenigstens Spaß? Wie gesagt, nach dem Run mache ich erstmal direkt einen Neustart von dem Game.
Ich weiß nicht, warum das so laggy heute ist. An meinen Einstellungen ist nichts anders als sonst. Ich könnte die Waffen verkaufen. So, einen Moment. Ihr seht kurz schwarz. Ich starte das Spiel direkt neu. Jetzt scheint es weniger zu legen. Da bin viel, viel schneller als gerade eben. So, erstmal unloaden. Bevor ich die Waffen scrappe, gucke ich, ob einer von eventuell einen speziellen Aufsatz hat. Du schon mal nicht. Dich kann ich definitiv schrotten. No more Barks. Ich nehme die Bohnen. Very simple Bohnen. Okay, der will Küchenutensilien. Okay, das ist wieder eine Suchmission. Da würde ich die Schokolade nehmen. Im Forest und im Makeshift Camp. Und halt noch mehr Kochzeug. Dann brauchen wir hier Morphium. Mit dir will ich noch nicht traden. Ich könnte es eh nicht mitbringen. Welche Bodyparts will der gerade eigentlich überhaupt? Ach ja, die Spider-Dinger. Die sind wahrscheinlich auf der nächsten Map. Aber wir hatten doch noch eine Quest, die wir abgeben konnten, oder nicht? Waren zwei, die ich fertig hatte. Hey, offenbar doch nicht. Einmal schlafen. Weapon Repair. Oder Armor. Die Armor Repair Dinger, die finde ich selten. Fünfundvierzig davon. Ja, lässt sich alles easy erledigen. Muss man halt nur merken, welche, ne? Ich glaube, ich habe von einer sogar ein bisschen Munition. Ja, von denen habe ich ja sowieso welche. Ich glaube, die kann ich kaufen eben kurz. Ja. Die und die wir da haben. Ich kann sie halt leider nur im ganzen Paket nehmen, ne? Also so muss ich nicht laufen. Und kann die Quest instant abgeben. Weil den ganzen Möfting kann ich sehr gut gebrauchen. So, ganz mit Level 4. So, den Rest Munition kannst du mit dem Zeug hier zurückhaben. Die und die war's. Und das da brauche ich eh nicht. Will der sonst noch irgendwas von mir? Nichts, was von Wert ist. Der ist ein blauer Fleck. Vielleicht ist das auch ein gelber Fleck. Und ja, ich weiß, ich hätte mir auch den Kauf von der Munition sparen können und eventuell sie einfach herstellen können. Wäre wahrscheinlich sogar schlauer gewesen. So, es regnet. Lost Backpack. Na gut, es geht mit meinem Plan überein, was ich vorhatte.
Der Regen irgendwie ist immer sehr laut in dem Spiel. Und frag mich nicht, warum das immer noch brennt, obwohl es regnet. Warte, bevor ich weiterlaufe. Okay, irgendwo in der Gegend ist wahrscheinlich auch noch ein Camp, was ich einmal vernichten muss. Okay. Das Backpack hat ordentlich Gewicht. Jetzt ist hier wahrscheinlich irgendwo so ein Camp in der Nähe. Oh, da sind Wuffis. Man merkt übrigens, dass ich jetzt wesentlich schneller schieße als gerade eben. So, ist hier irgendwo jetzt ein Camp in der Nähe? Ich sehe ein Haus. Eventuell in der unteren Ebene. Ich gucke auf jeden Fall mal in das Haus rein. Den DVD-Drive brauche ich nicht. Ich habe schon die 4. Davon kann ich nie genug haben. Ich habe nie auf meine Munition geachtet. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Ja, jetzt leckt's wieder. Ich gucke jetzt hier übrigens nur, in der Hoffnung, eventuell was zum Saufen oder Futtern zu finden. Schade, nix. Das Gute ist, durch das Nachtsichtgerät sehe ich mehr als die. Guckt euch die Waffe an. Mit Nachtsicht. Das sieht so episch aus, das Bild. Das war ein cooles Bild. Da ist ein Camp im eigentlichen Sinne. Ich kann jetzt nur da noch mal runterlaufen, ungefähr von hier aus. Ja gut, ich lasse das Nachtsichtgerät an, dort sehe ich gar nichts. Ich würde mal sagen, da ist das Guts leer. Kann ich die Nebenquest abschließen? Ist da noch ein Ghoul? So. Investigated. Der wird mich da reinschicken. Ich wollte da ja auch mal rein, ne? Nö, kein Radioturm. Und ich bin jetzt wirklich einmal den kompletten Fahrweg hier einmal abgelaufen, was man auf der Karte auch sieht. Da ist es halt auch nicht. Die Stadt habe ich auch schon abgeforstet. Ich glaube halt wirklich, dass der einfach random irgendwo in der Pampa steht. Gehen wir erstmal nach Hause. Weil ich habe nichts zum Konsumieren dabei und das würde sehr schnell schlecht enden. Außerdem bei der Finsternis will ich nicht rumrennen. Meine, man würde gar nichts sehen. Es hat natürlich einen Vorteil, die Gegner sehen mich auch nicht. So, den Rucksack kann ich ja zumindest schon mal ins Inventar packen. Eventuell mache ich dann hier auch schon für heute Schluss, weil wenn es die ganze Zeit rumleckt wie sonst was, macht auch wenig Sinn.
So, wer von euch wollte eigentlich von mir hier, dass ich unbedingt die Höhle mir angucke? Wahrscheinlich der hier oben. Na, ich mache immer Unsinn. Er hatte sogar beide Questen. So, das nehme ich von dir. Ja, ich wusste, dass ich da rein soll. Nehme ich nur die eine Task? Ich soll die Höhle zerstören. Okay. Ich soll Dynamit kaufen und dann soll ich in die Höhle rein. Und wenn ich das Dynamit geholt habe, habe ich eine Minute, um da rauszukommen. Sicher, dass du nur die eine Quest für mich hast? Das sieht so aus, als ob da eigentlich auch eine sein will. Ach, man kann den noch gar nicht beitreten. In Development. Das Dynamit kann ich aber trotzdem schon mal kaufen. Hallo? Kauf das doch nicht direkt. Die Powerbank ist auch nichts wert, die packe ich gleich weg. So, das ist Safe Geld. Und ich wüsste nicht, wofür ich die behalten soll. Ja, wie gesagt, den Stream heute würde ich dann jetzt gleich schon beenden. Weil macht wenig Sinn, erstens, wenn es rumleckt. Heute der Stream ist halt wirklich der Wurm drin. Wolltest du noch irgendwas von mir? Nee, nur das mit dem Lost Backpack, aber das habe ich ja noch nicht geschafft. Einmal ganz mit Knochen, ich kann mir wirklich alles herstellen, was Munition angeht. Brauche ich mir die Gun-Bücher nicht mehr holen. Ich meine, die lassen sich auch nicht verkaufen. Hier sieht man das nochmal. Medizin und Kochen muss noch. Ich habe fast alles andere voll. Ich kann ja auch noch spezialisieren, fällt mir ein. Okay. Das ist eigentlich mega gut. Aber am meisten will ich eigentlich den Loot Goblin haben. Der hat nur Gutes. Ich kann bei allem was spezialisieren. Okay, das wusste ich bisher noch nicht. Max Raked würde ich eigentlich am liebsten boosten, aber erstmal gucken. Ich nehme das Projekt. Okay. Eigentlich eher mehr Schaden, ne? Ich nehme die Fast Hands. Schneller nachladen. Ich könnte meine Rewards ein bisschen pusten, das will ich auf jeden Fall. Und man kann die noch mehr leveln, ne? Meine jetzige ist 32. Ich glaube, das war vorher 5 weniger. Also 5 Kilo kann ich jetzt mehr tragen. Das hat sich gelohnt, finde ich. Kann ich wesentlich mehr tragen. Mehr tragen ist halt wirklich am meisten wert. Oh, jetzt ist hier auch Loot.
Und mein Loot wurde ja jetzt auch ein bisschen erweitert, ne? Guck mal, ich kriege hier manchmal auch die Sachen, die ich für Questen brauche. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt für heute Schluss. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich von dem Stream auf YouTube verwerte. Das packe ich wahrscheinlich einfach in irgendeinen anderen Stream mit dran, was ich da hatte, weil das sind, glaube ich, nur 20 Minuten, die da übrig bleiben. Tschüss und noch einen schönen Abend.